Gut. Haben wir eine Idee, wie wir jetzt weitermachen? Offiziell sind wir Offiziell. zwar fertig, offiziell haben wir den Mörder schon gestellt. Natürlich bräuchten wir noch einen Notfallplan und dadurch, dass wir noch weiter ermitteln können, würde ich das auch bevorzugen, denn immerhin läuft noch ein Mörder in dieser Stadt herum. Hey, Dreher. Ja. Dreher. Pass mal auf. Was trägt die Frau auf? Was trägt die, was hat die Frau für eine Kleidung getragen? Weiß nicht. War sie geil? Du brauchst unbedingt eine Frau. Nein, 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 nein. Bugs zieht nochmal 5 Wechsel aus der Tasche und gibt ihm 3. Wie war noch mal die Frage? War sie hübsch? Sah sie gut aus? Aha. Aha. Ja. Man gibt ihm noch einen, war sie auffällig? Naja, so auffällig halt. Große, rothaarige, hübsche Dinger sind nicht. Was hat sie getragen? Weiß ich doch nicht, war dunkel. Du hast sie Was ist mehrfach das? gesehen. Was hat sie getragen? Irgendwas Dunkles, Langes, Enges, keine Ahnung. Hatte sie einen Hut auf, so wie ich, oder Nein, enger liegende nein. Kleidung? Ist sie irgendwelche Federn in den Haaren? Das war wie ich war dunkel, keine Ahnung. Gib ihm den letzten Wechsel, den ich in der Hand habe. Er rollt ihn so einmal zwischen den Händen. Ich weiß es nicht. Gut, er hat keine Ahnung. Lassen wir ihn. Dann müssen wir uns das eben selber ansehen. Wann hattest du das letzte Mal gesehen? Du sagst, es war dunkel. Das heißt, sie haben Ja, sich getroffen so so. gegen 22 Uhr? Später so, wenn die Apos so immer so draußen sind. Die Apos. Und sie war selbst keine Apo. Weiß nicht. Könnte sein, okay. Weiß nicht. Okay, später, also so 23, 24 Uhr, wenn die Apos Aber halt draußen. nicht, aber nicht gestern, also so vor 3 Tagen, 5 Tagen, acht Und Tage. seitdem, hast du seitdem Ludwig wieder gesehen, seit diesen 3 Tagen? Auch nicht, ne? Er hat gearbeitet. War auch Ja. weg, gut. Ja, wie gesagt, Ludwig schläft gerade noch. Die Munition kriegst du dann später von ihm. Die können wir dann. Willst du die haben oder soll die Bosch kriegen? Nein, ich will schon nicht haben. Okay. Und wer ist Bosch? Bosch, von Bosch hast du die Chips. Du kennst Bosch nicht? Bosch, der große Bosch. Ich reibe mir mal mit meinen Fingern über die Schläfe. Schrotterbusch, ja, genau, doch, den, ja, genau. Hab ich ja gesagt, ich kenne den. Gut. Gut. Sollten wir vielleicht mal zum Müllberg und fragen, ob jemand die Frau besser gesehen hat. Schauen Ich wir uns mal beim kann euch Müllberg um. führen. Ja, danke. Wir wissen, wo der Müllberg ist, aber du kannst gerne mitkommen und uns zeigen, von wo sie gekommen ist und wohin sie gelaufen ist. Und vielleicht finden wir da noch weitere Informationen. Gut. Habt ihr aufgegessen? Dreher, du hast da noch so ein bisschen schwarze Suppe im Kinn hängen. Das ist total widerlich. Er versucht mit der Zunge danach zu fummeln, aber das wird nichts richtig. Und diese Chips, die hast du von Bosch? So, ja, gut, brechen wir auf. Ja, und so würde ich gerne mit meinen Kameraden wieder zurück zum Müllberg. Kein Problem. Deine Seite tut immer noch weh, trotz Verband. Aber damit war zu rechnen. Ja, draußen selber ist das Wetter inzwischenzeit wieder ein bisschen schlechter geworden. Es nieselt. Graupelartiger Regen, ja, prasselt auf den Boden. Es ist ziemlich feucht. Ist nicht so ganz normales.
Normalerweise ist ja eher trocken hier. Unangenehm. Am Müllberg selber ist zu der Zeit ordentlich was los. Leute, die es nicht so gut getroffen haben, sind dabei, ja, den Müll zu durchwühlen, nach noch einigermaßen brauchbaren Teilen. Ja, Schweine streifen umher und grunzen darin umher. Ein paar Kinder spielen darin herum. Und die Werkstätten, ja, am Rande sind geöffnet und die Leute darin arbeiten. Das mechanische Hämmern von Autohämmern, die von, ja, Generatoren angetrieben werden, ist deutlich zu hören. Das aus dem Technikzentrum, ja, zu euch herantrinnt. Gut, dann erzähl uns doch mal, wo Ludwig sie getroffen hat. Von wo kam sie? Da, er deutet Richtung Norden. Und ich glaube irgendwie, sie kam da auch her. Und vom Bruch, meinst du? Ja, so Richtung. Bisschen. Frag an den Spieler, da ist da oben irgendwas Relevantes? Bevor die Hauptstadt kommt? Kommt drauf an. Autonome Gebiete halt. Nichts Gravierendes jetzt tatsächlich. Okay. Gut, und wir wissen, dass unser Richterfreund von einem Schockwerkzeug in den Hals betäubt wurde. Dass er nachträglich gefoltert wurde. Zustimmendes Nicken. Der Schocker würde zumindest auf die Nähe der Schocker? Hey, aus dem Weg da! Hinter euch kommt ein kräftiger Mann, der einen riesigen Schlitten hinter sich herzieht, auf dem bergeweise technische Teile zu sehen sind. Na, macht mal zwei Schritte zur Seite. Ja, brav aus dem Weg. Naja, schleppt diesen von an euch vorbei. Einzelne Teile fallen runter, man kann ihn fluchen hören, schon Scheiß, während er schnaufend weiterläuft. Ja, ich stürze mich wie ein Verrückter auf die heruntergefallenen Teile. Ey, du Ratte, weg mit dir! Brüllt der Typ noch, während er sich langsam ja von seinen Geschirren losschnallt, um dich wie so aussieht zu schnappen. Ich schnapp mir das, was am nächsten liegt und dann sprinte ich wieder zurück. Der Mann zeigt dir auf jeden Fall noch eine rüde Geste, den Stinkefinger, flucht nochmal, lädt das, was runtergefallen ist oder was noch nicht weg ist, wieder auf und zieht den Schlitten weiter. Wohin denn? Richtung zu dem Müllberg oder? Nein, Richtung Manufakturen. Richtung wohin? Manufakturen, die 15. Kennt ihr Roland? Roland? Ich glaube, der war doch gestern hier, oder? Der sah aus wie Roland. Ich mag ihn nicht. Wieso? Weiß nicht. Hat er dir was getan? Nein, jein, ja. Manchmal. Egal. Den Namen habe ich zumindest schon mal gehört. Roland. Er hat viel heißen Scheiß. Was meinst du mit heiß? Illegal oder wie? Kommt man da an sowas wie Schocker? Ich schau dir auf deinen Hut, auf den Hammer, dann auf den Kodex. Hey, ich zuck ein bisschen mit den Schultern. Hey, ich meine, ich geb dir auch Munition. Ludwig kennt Roland? Glaub ich. Stimmt, davon hat er mal was gesagt. Und Roland verkaufte ihm Schocker, ja? Ein ganz sanftes Nicken. Gut, das heißt, die Chronisten sind schon mal aus dem Spiel. Ein runtergefallener Schocker kann überall herkommen, gerade wenn man ihn in den Schrottermanufakturen findet. Interessant ist, dass die Chronisten mir gesteckt haben, als ich gefragt habe, dass sie keine Schocker vermissen.
Ja, ich kann mich mit diesem Technikquatsch sowieso nicht aus, aber es kann halt sein, dass die Schrotter sowas selber bauen können. Man ist gut, dass die Chronisten dann nicht unbedingt mit drin stecken. Ja, sonst wird die Scheiße richtig hart dampfen. Aber damit ist Dreher, wofür? Damit ist zumindest dieser Roland folgen wir ihm doch etwas. Dreher, wofür ist dieser Roland bekannt? Ihr kennt doch Roland. Ich nicht. Ich bin nicht von hier. Folgen wir mal dieser Schrottspur, die ab und zu mal wieder ein bisschen runterfällt und so ungefähr mit 50 Meter Abstand zu Roland ihm mal hinterher. Das ist nicht Roland. Das ist nicht Roland, nein. Du hattest eben gesagt, er sieht aus wie Roland. Er sieht aus wie er. Ist auch so ein Ruinenhund. Okay, wofür ist Roland bekannt? Ja, er geht halt in die Ruinen und bringt den heißen Scheiß mit. Manchmal. Oder er bunkert das irgendwo, oder was weiß ich. Roland halt. Er macht Roland. Aber muss doch irgendwas bekannt sein. Wenn man irgendwas von dem will, dann will man ja irgendwas Spezielles von dem. Was kann man von dem wollen? So Sachen halt, so. Also er verkauft Sachen, die andere nicht haben. Punkt. Ja. Gut. So Sachen, die ihr nicht gern sehen wollt. Gut, kein Problem. Weißt du denn, wo seine Werkstatt ist? Wenn ich das wüsste, dann würde ich doch nicht mehr hier stehen, oder? Glaube ich. Wenn man bei Roland etwas kaufen will, wie macht man sich mehr bemerkbar? Man findet ihn schon, oder? Der Roland findet euch, oder? Na dann los, Buck. Geh mal los und frage nach Sachen, wo man Sachen von Roland kaufen kann. Entweder du wirst direkt weitergeleitet oder aber er wird dich finden, wenn man ihm dann Bescheid sagt, dass jemand wie du nach seinen Sachen sucht. Ja, aber davon muss er doch wissen, nach welchen Sachen. Ja, dann soll er sich halt einen Schocker kaufen, Mann. Nicht direkt, aber das ist eine gute Idee. Könntet auch was basteln, ihr müsst keinen kaufen. Dann finden wir Roland nicht. Oh. Buck verdreht die Augen und wuselt dann mal in Richtung finstere Hintergassen. Mehr so nach. Vielleicht ist die Rothaarige ja auch bei ihm. Das könnte vielleicht sein. Vielleicht geht ihr auch ganz woanders her. Wenn ich da irgendwo in den hinteren Gassen bin, so halte ich mal Ausschau nach Schrottern, die aussehen, als könnten sie Dinge wissen. Dabei begegnest du zwei Bekannten wieder. Und zwar dem Stummen und Raubknecht, die gerade vor einer Garküche setzen und irgendeine bräunliche Brühe in sich hineinschlürfen. Du kannst das laute Hämmern der, ja, Maschinen hören. In der Manufaktur, oder von den Manufakturen zu dir herüberdrängen. Ich gehe mal auf sie zu, Nick, dem Stummen, und begrüße den Raubknecht. Tag. Ja, sie musste nicht kurz, der Stumme hebt die Hand, Raubknecht nickt. Tag. Schlürft weiter seine Brühe. Ich habe ein Problem. Ich könnte mir helfen. Ich habe zu Hause vielleicht ein paar Sachen, die nicht so gut sind. Und ich bräuchte Akku. Wisst ihr, wer hier sowas verkauft? Die Chronisten sind da ein bisschen. Macht mal so eine zweifelnde Handgeste. Kritisch, stellen immer Fragen. Ja, er muss natürlich kurz und lass mir mal eine Probe auf Täuschung ablegen. Ja, schlürft weiter ein Stück Brühe. Der Stumme macht irgendwie kurze Handzeichen. Er mustert dich. Ja, was brauchst du denn, Akku? Ich hab einen Schocker. Was Scheiße? Nicht dabei natürlich, ich bin doch nicht wahnsinnig. Vorsichtig, hier sind Kameras. Sicherlich auch Mikros von den Chronisten. Deshalb red ich leise. Scheiße.
Schocker. Den habe ich noch nie einen gesehen. Ist nicht ganz funktionstüchtig. Ich glaube, es ist der Akku. Ich kenne mich nicht so gut aus. Aber ich will natürlich nicht in der Nähe von den Leuten, wo ich den Scheiß gefunden habe, auch den Akku kaufen. Das ist Selbstmord. Wenn die Masken das rauskriegen. Scheiße. Die lassen dich vier teilen. Dann hast du ruckzuck 20 Protektoren vor der Tür. Ach, scheiße. Also wenn du einen Cube brauchst, dann solltest du beim Kartell mal nachfragen. Die können sowas vielleicht beschaffen, aber sei vorsichtig, dass sie dich nicht an die Chronisten verraten. An die wen? Die Chronisten. Naja, klar. Die Masken. Ah. Nee, ich hab die Scheiße schon mal verarscht. Danke. Vorsichtig. Ja, kein Problem. Ja, er hustet so ein bisschen. Ich hab gehört, manchmal soll ein ich bin ja nicht von hier, aber ein Roland sowas verkaufen. Ja, Roland verkauft, aber nur an die Chronisten. Wie die meisten anderen Schrotter auch. Wenn der Hurenbock nicht hier ist, dann ist er aber irgendwelcher Hure. Ja, da findet man den dann. Ja. Oder er ist halt gerade wieder im Ödland, keine Ahnung. In der Staublung irgendwo unterwegs. Ja, nee, das ist nichts für mich. Aber trotzdem danke. Ich muss dem kleinen Drecksjungen, der gesagt hat, dass Roland der Mann für alles ist, jetzt eine runterhauen gehen. Der hält kurz inne. Meinst du Dreher? Einfach nur kurz nicken. Ach, der bringt alles immer durcheinander. Aber erstaunlich, wie viel der weiß. Irgendwie labern alle in seiner Nähe immer zu viel. Aber bring ihn nicht in die Nähe von Frauen, da fängt er an zu kichern und hört nicht auf. Dafür reicht nur die Erwähnung einer schönen Frau schon aus. Ja. Danke. Ich drehe dann meine Runde weiter, so einmal außen rum. Halt nochmal ein bisschen Ausschau, ob hier irgendwelche Kollegen rumlaufen. Wenn nicht, stoße ich dann von der anderen Seite irgendwo da zwischendurch wieder zu den anderen. Ja. Was machen die anderen währenddessen? Ich werde mir mal ein bisschen Tabak oder sowas genehmigen und dann zusammenrollen, aufrauchen, nachdenken bei einer guten Zigarette. Dr. Jolly schlägt auch die Zeit dort, indem er ein wenig in seiner Medizinfibel liest. Kein Problem. Irgendwann tippt Buck Malorn von hinten an. So, ich bin wieder da. Okay, was hast du herausgefunden? Erstens, Roland verkauft brav wie die meisten anderen Schrotter an die Chronisten. Das ist erlaubt, oder wie? Natürlich. Glaubst du, wo die ganze Kohle herkommt, die das Technikzentrum am Laufen hält? Die ziehen zu Hunderten aus und verhökern es an die Chronisten. Zweitens, wenn man so einen Scheiß wie einen Schocker will, da muss man zum Kartell und höllisch vorsichtig sein bei dem. Das Kartell ist im Süden, oder? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wo die sich rumtreiben. Vermutlich überall. Überall, wo Schrotter sind. Hier, Dreher. Kennst du dich hier aus? Kennst du dich hier aus? Weißt du, wo das Kartell sitzt? Ja, hier und da. So. Echt jetzt? So, echt jetzt sind die voll im Osten. Also sagen wir so, Kartellisten zu finden, die sind offen erkennbar. Die sind ja nicht illegal, was die machen, offiziell. Offiziell. Kurze Erklärung, das Kartell ist eine Vereinigung von Schrottern, die Unterhändler für Gespräche mit Chronisten stellt, damit die Schrotter bessere Preise aushandeln können für den Kram, den sie finden. Das ist die offizielle Funktion des Kartells und im Endeffekt sagt man ja, wäre doch schade, wenn dir was passiert, bevor du deinen Kram abgeben kannst. Lass uns lieber mal beim Verhandeln helfen.
Ja, also ganz typische Mafia. Schutzgeld. So würden die das nicht sehen, aber ja. Ja, also würde ich es aber sehen. Es gäbe vielleicht noch eine Adresse, wo man so einen Scheiß bekommen kann. Wo eins bei den Abos. Ja. Aber die sitzen auf der ganz anderen Seite. Die sitzen auf der anderen Seite. Ich gehe davon aus, dass wir mit unserer Theorie, dass wir jetzt hier eine Schockerwunde haben, die leicht übersehen werden kann, dass das ein Fehler ist und nicht zum Teil dessen gehört, was zur Desinformationsstreuung dient. Desinformationsstreuung wie jetzt hier zum Beispiel der Blutlach im Jehamedana-Viertel. Naja, sein Körper wurde doch vielfach aufgeschnitten und auch sein Gesicht zerstört. Das sind offensichtlich offensichtlich Folterwunden. Es könnten aber auch Wunden sein, die extra deswegen gemacht wurden, damit man ihn nicht wiedererkennen kann. Ich würde das wahrscheinlich besser machen, aber wenn man Anfänger ist, würde man einfach das Gesicht zerschneiden in der Hoffnung, dass ihn keiner erkennt, also sprich. Wenn ich eine Leiche als Jehamedana beim Jehamedana-Viertel finden würde, der Richter ist, würde ich ihn auch verschwinden lassen, sein Gesicht zerschneiden. Was? Du meinst, das ist postmortal passiert. Also, was wir wissen, er wurde im Jehamedana-Viertel umgebracht. Dort war die große Blutlache. Dort hat man ihn aber nicht gelassen, weil die Jehemadana wussten, dass dies ein politischer Skandal werden würde. Also haben die Jehemadana ihn auf den Müllberg gebracht. Jetzt ist natürlich die Frage, von wo er eigentlich kommt. Ja, du hast recht, die Wunden sind nicht postmortal zugefügt worden. Das heißt, währenddessen er noch gelebt hat, das heißt wahrscheinlich wirklich zur Informationsbeschaffung von etwas. Genau, das heißt, irgendjemand hat ihn wahrscheinlich hier am Müllberg gefangen genommen, hat ihm irgendwas abgepresst. Er wollte ja diese Chips haben oder dafür Munition handeln, das war ja ziemlich tief in irgendwas verwickelt. Was genau, wissen wir noch nicht. Und dann hat man ihn erstmal im Jehemedana Viertel abgestochen und ich vermute, die werden ihn einfach nur dort gefunden haben und dann wieder zurückgeschleift haben. Das ist jetzt zumindest meine Vermutung, weil die ihn da natürlich nicht haben wollen. Ihr solltet auch bedenken, dass wenn jemand am Hals so einen Schocker abbekommt, dann kann das auch so ein richtiger Höhlenbär sein, so ein richtiges Tier, der ist K.O. Das ist mir schon klar. Ich glaube, dass der irgendwo, wo wir nicht wissen, aufgegabelt wurde. Außer Gefecht gesetzt. Unter Umständen befragt. Und dann hat man einen Haufen Spuren bei den Jehamedanern hinterlassen und ihn dann woanders entsorgt. Beziehungsweise ihn bei den Jehamedanern liegen lassen und die Jehamedaner haben dann entsorgt. So, dann haben wir noch eine andere Möglichkeit und die bezieht die Apokalyptiker mit ein. Die sind natürlich immer gerne fürs Foltern zuständig. Vor allem für den Handel mit allem. Wir können natürlich einfach mal aufs Grobe losfragen und schauen, ob die irgendwas wissen, aber das ist eine Suche, als würde man eine Nadel in einem Nadellaufen suchen. Ich finde ja, wir sollten uns nach der rothaarigen Frau weiter versuchen, daran zu helfen, dass wir die finden. Vielleicht kriegen wir heraus, ob sie eine Hure oder so etwas ist, vielleicht wurde sie nur für gewisse Dinge bezahlt. Vielleicht ist sie auch eine Elster. Was ist eine Elster? Man schaut ihn an. Eine Hure. Vielleicht ist sie auch beides. Eine Hure der Apokalyptiker. Sprich, man bezahlt sie und bezahlt zusätzlich noch mit allem, was man bei sich hat. Also du meinst, dass sie noch gleichzeitig ihn ausgenommen hat und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, so wie ich das kenne, nehmen die einen in Bezug auf Informationen aus. Ich wollte gerade sagen, die Abos schicken also eine ihrer Agenten hierhin, wo er keine Abo vermutet. Und presst Informationen ab. Sie erschleicht sich Vertrauen. Und wenn sie alle Informationen hat, vielleicht sowas wie, wo man Munition herbekommt oder irgendwas anderes, ist sehr nutzlos und nur noch ein Zeuge, der sie identifizieren kann. Also entsorgt man ihn. Aber ich glaube, bevor man einen Richter tötet in einer Stadt der Richter, wird man sich doch wohl nicht für ein bisschen Munition die Finger schmutzig machen. Ja. Was auch immer. Also ich glaube eher, dass es entweder um eine große Menge geht, in die Ludwig dann verwickelt war, dass er vielleicht große Mengen Munition besorgen kann. Ja, oder aber eben ist es eher so wahrscheinlich, dass... Das muss etwas Größeres dahinter stecken. Ich würde keinen Richter einfach so in einer Stadt der Richter töten, wenn ich mir nicht ganz sicher wäre, dass da wirklich die große Belohnung wartet. Denn der Tod wartet auf der anderen Seite ganz nah, wenn man auch nur andersweise identifiziert wird. Man weiß, dass man wahrscheinlich, wenn man einen Richter tötet und damit in Verbindung gebracht wird, echt viele Leute gegen sich hat. Gut, Dreher, du kommst mit, du musst die Frau identifizieren. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu den Huren und wenn du Glück hast, gebe ich dir sogar einen aus. Hast du gehört? Wenn du Glück hast, gebe ich dir sogar einen aus, also mach das ordentlich. Ja, dann geht mir mal los. Ihr habt immer so viel mit eurer Munition. Die ist eigentlich gar nicht so viel wert. Ja, deswegen tötet man ja keinen Richter in der Stadt der Richter für ein bisschen Munition. Es müsste ja schon wirklich eine große Menge sein. Also eine so große, dass es sich lohnt, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Du wärst ein guter Schrotter. Nein. Und wir dürfen immer noch nicht vergessen, dass... das ganz nach oben geht. Sprich zum ersten Richter und dem zu den Senatoren. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Gut. Tja, gut. Meine Theorie ist ja, das wurde alles von da aus angeheuert. Zumindest von unter den oberen Etagen. Zumindest müssen wir dafür Beweise finden. Auf dem Weg dahin zupft Drehe den Richter noch ein paar Mal am Mantel und fragt danach, wann er denn endlich sein Zeug bekommt. Wenn Ludwig wieder wach ist. Aber du bist doch sein Cousin. Gib's mir doch jetzt einfach. Naja, du siehst doch, dass ich keine Munition bei mir habe. Ja, es ist ja nicht nur die Munition. Wie gesagt, Munition ist gar nicht so viel wert, wenn man weiß, was man mit dem anderen Zeug anfangen kann. Was wolltest du noch haben? Du weißt schon. Das gute Zeug halt. Das gute Zeug? Ah, das gute Zeug. Das Zeug aus der Kaserne. Oh, wenn das die Helvetiker wüssten. Welche Helvetiker? Bei Kaserne denke ich immer an Helvetiker.